Jo Leute, was geht? Ich bin's Lars und willkommen zu diesem neuen Video. Wir gehen heute ins Gym Push trainieren. Ich bin heute tatsächlich aber auch mal in einem anderen Studio als gewohnt. Jetzt wäre ich auch beinahe fast ohne meinen Rucksack reingegangen. Das ist natürlich auch sehr optimal. Ja, ich bin zurück von der FIBO und habe heute aber auch schon wieder meine letzte oder vorletzte Trainingseinheit hier zu Hause in meiner City. Denn für mich geht es tatsächlich in ein paar Tagen, beziehungsweise jetzt ist es 15.20 Uhr, also in 47 Stunden und 50 Minuten, auch schon wieder ab nach Wien. Also ja, die Reiselust nimmt kein Ende und ich genieße es auch wirklich. Bin extrem dankbar dafür, dass es aktuell auch alles so klappt. Zu Hause habe ich gerade meine Pre-Workout gegessen und getrunken. Den Crank Pump Pro, den nehme ich ja immer so eine Dreiviertelstunde vor dem Training tatsächlich, weil der bei mir mal ein bisschen länger dauert, bis der wirkt. Hier habe ich jetzt aber auch noch einen Crank Energy am Start. Den hätte ich auch hier im Studio trinken können, weil die nämlich von ESN alles da haben. Deshalb bin ich jetzt auch hier in dem Gym. Nein, Spaß. Wir werden dann jetzt gleich... Ich habe gerade keinen Bock, die Kamera umzustellen, weil es da drin so dunkel ist. Wir werden jetzt gleich Push trainieren und ja, bis gleich. Ansonsten gibt es gar nicht so viel zu berichten. Mein Körpergewicht ist jetzt durch das ganze Reisen und auch durch das gute Hotelessen bei der FIBO natürlich stark angestiegen. Bin mittlerweile bei 82 Kilo, denke aber auch, dass sich das reguliert. Wobei, wenn ich dann jetzt die nächsten knapp 1,5 Wochen auch wieder unterwegs bin, dann ja, mal sehen, was wird. Ich freue mich aber dann auch wahrscheinlich schon wieder, wenn ich zurück bin, auch wieder in der Routine drin zu sein. Denn ich glaube, den nächsten Zyklus werde ich dann komplett zu Hause machen. Dieser war jetzt hier mehr oder weniger irgendwie auch so ein bisschen zerstückelt. Und von daher passt das alles. Vielleicht gibt es später noch ein kleines Form-Update. Coach ist soweit eigentlich auch zufrieden. Und dementsprechend heißt es einfach weitermachen, weiter pushen. Mittlerweile sind es halt auch schon 5 Monate Aufbau. Und ja, jetzt starten wir gleich nach einem bisschen Aufwärmen mit Seitheben ins Training. Ihr kennt ja mein Push-Training eigentlich mittlerweile, glaube ich, ganz gut. Wir gehen jetzt hier ans Gurtzhantel, Schrägbank drücken, super inklein, also die Bank etwas steiler als normal. Hier sind die Kurzhantel irgendwie komisch. Es gibt 38, 40, 42, also ich fahre jetzt ein bisschen die halber Schritte, aber who cares. Dafür dann ein Rep mehr, weil ein Kilo weniger. Eigentlich ganz logische Rechnung, nein, Spaß. Ich hole mir jetzt kurz mal einen Spot und dann geht's los. Das sieht gut aus. Danke. Und du erst. Die Bank muss gerade sein, die ist gerade. Die gerade. Also erst rausheben, ne? Ja, genau. Also 5 sollten eigentlich drin sein. Und dann also 6. Schauen wir mal, was wird. Gönnt euch mal diese schwerwiegende Trainingsverletzung. Ich habe jetzt hier sogar schon Blut an den Schuhen. Und was ist los? Es blutet richtig doll. Oh Mann,
geil. Ich hoffe, das war nicht ich. So Leute, die Uhr kennt ihr auch, Smith Incline. Haben wir gerade die Schrägbank ein bisschen steiler gemacht, habe ich ja gesagt. Und jetzt werden wir halt entsprechend hier eine Low Incline Variante machen. Das heißt, wir bleiben beim Schrägbankdrücken, aber etwas flacher. Komplettes Flachbankdrücken habe ich gar nicht im Plan. Auch nicht mal eine Maschine oder so, weil es völlig unnötig ist. Wenn ja, das Ziel primär Hypertrophie der Brust ist und gerade vor allem auch im oberen Bereich. Dementsprechend wird klassisch Schrägbank gedrückt und natürlich machen wir auch hier vorher noch Aufwärmsitz. Ich wollte einfach aufhören. Was machst du gerade? Scheiß drauf. Neue negative. Ja, negative noch. Weil, du hast mir so geholfen, ich hab's schon gar nicht selber gedrückt. Run him. Yeah, it's run him. I'm on the mezzanine. I go so hard just to fuck up my enemies. Don't need revenge, with success is the remedy. Ain't for the top, I'ma do them like Kennedy. Mix the champagne with the Hennessy. They falling, nobody's niggas is winning leaves. Life gave me limits, I came out with simply. Look, I don't associate, no, we can't congregate. Focus like number eight, my shit is infinite. Move out the trauma, my therapist healing it, huh? Know that you feeling it, huh? I'm just too weird with this, huh? Came with the bass and I'm slapping you niggas. I feel like I'm willing this, huh? Look, stuck in the f***, kill them all at the top of my bucket list. None of you on my f***ing list. I go so hard when I come like this. Look, yeah, I go hard and I run up the numbers. Running the winner, the fuck up the summer. Telling you, Nick, be waiting. So, Leute, ich bin jetzt soweit eigentlich fast mit dem Training durch. Was jetzt noch ansteht, ist einmal 3 Sätze hintere Schulter und dann nochmal so ein paar super Sätze für den Bauch. Und dann sind 2 Stunden Training auch schon wieder rum. Ich muss gerade nur kurz warten, bis die Reverse Fly Maschine vorbei ist. Aber vielleicht ziehe ich auch einfach Bauch kurz vor. Aber das zeige ich euch definitiv nicht, weil es gibt kein Training, in dem ich so schlecht bin wie im Bauchtraining. Also, absolute Niete. So, Freunde, ich würde euch ja gerne ein kleines Pump-Update geben, aber es ist gerade ziemlich voll hier, wo das Licht gut ist. Aber vor allem, wie gesagt, aktuell bei 82 Kilo. Also, gar nicht mal mehr so leicht. Und ja, hört auch langsam so ein bisschen zu. Also, die Details verschwinden, voll in Richtung Off-Season. Training ist auf jeden Fall durch und war auch wirklich erfolgreich und richtig gut. Ich mag den Spot hier. Jetzt gibt es halt auf jeden Fall auch erstmal ein fettes Iso-Clear, was ich mir machen werde.
Und wie geil ist das bitte, dass hier Obst steht? Ich weiß gar nicht, ob man das essen darf. Oder ist das überhaupt echt? Keine Ahnung, Alter. So, Isoclear ist hier drin. Das sind einmal 40 Gramm. Ich weiß gerade nicht, welcher Geschmack. Kommt jetzt Wasser drauf und dann gleich noch kurz Cardio. Ja, bitte. Was? Krass. Scheiße. Also. Das Obst ist übrigens echt. Für mich gibt es jetzt also, wie gerade angekündigt, nochmal 20 Minuten Cardio. Bedeutet, ich setze mich einfach mal aufs Fahrrad. Ich auch keinen Bock habe, gerade was anderes zu machen. Und melde mich dann danach. Die Frage, warum mache ich eigentlich diesen Cardio-Wumms? Einfach um fit zu bleiben. Und weil es mir Spaß macht, nach dem Training einfach den Shake trinken, dann nochmal 15 bis 20 Minuten kurz runterkommen, Cardio machen, Story hochladen, whatever, was auch immer man auf dem Fahrrad zur Beschäftigung gut machen kann. Und aktuell funktioniert es ganz gut, weil es mir im Aufbau halt auch einfach so ein bisschen die Trägheit rausnimmt. Ich meine, ich esse jetzt noch nicht so viel, aber manchmal merkt man schon, dass man etwas träger wird und dementsprechend ist Cardio dann ein gutes Tool, um fit zu bleiben. An dieser Stelle werde ich auch dieses mega kurze, aber ich hoffe trotzdem unterhaltsame Video beenden, denn ja, jetzt steht Abendessen an und dann will ich auch einfach nur noch chillen. Morgen steht einiges an, ich muss mega viel packen, ich habe dort Wäsche aufgehangen, ich weiß gar nicht, also muss mal gucken, ich hoffe das trocknet alles, ansonsten muss ich mal gucken, aber ich werde sicherlich noch irgendwas finden, was ich mitnehmen kann nach Wien und würde sagen, wir sehen uns entweder am Flughafen oder aller spätestens dann in Wien. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann abonniert den Kanal, kommentiert dieses Video, lasst gerne ein Like da. Und wenn ihr mich noch direkter unterstützen möchtet, dann bestellt gerne mit Code Lars bei ESN oder OACE. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend, Tag, was auch immer, wann auch immer ihr dieses Video schaut. Bis zum nächsten Mal, haut rein!